Guten Morgen, herzlich willkommen hier zu unserem dritten Vortrag in der ersten Session heute am Freitag hier im Hörsaal 2. Unser Vortrag, der geht, wird vorgetragen von Jan Suleiman und Hannes Blitzer von Terrestris. Es geht um interaktive Dashboards zur Optimierung von Intelligence-Prozessen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Genau, willkommen von unserer Seite auch zu diesem Vortrag. Wir stellen uns ganz kurz vor. Mein Name ist Jan Suleiman. Ich bin Full-Stack-Entwickler bei Terrestris und auch in der Community hier unterwegs, in der Open-Source-Community unterwegs, bin OSGeo Charter-Member und GeoStyler-Kernentwickler. Dazu gab es auch in den vergangenen Konferenzen und auch dieses Mal schon ein paar Vorträge. Und das sieht man jetzt hier nicht, aber ich bin auch Apache Superset Plugin-Entwickler. Und was genau das ist, wird auch im Laufe dieses Vortrags ein bisschen geklärt werden. Genau. Hannes, du magst dich vielleicht selbst vorstellen. Moin moin, mein Name ist Hannes Blitzer. Ich arbeite auch bei Terrestris als Entwickler. Ich arbeite im Vertrieb und gebe ansonsten Schulungen und Workshops. Den einen oder anderen habe ich auch schon gesehen in den letzten Tagen. Genau. Alles klar. Womit befassen wir uns heute hier bei diesem Vortrag? Na, der Titel gibt es schon so ein bisschen her. Es geht um interaktive Dashboards, es geht um Intelligence-Prozesse und es geht um Interaktion. Deswegen werden wir uns heute genau auch mit diesen Themen befassen. Das ist jetzt wenig überraschend. Wir fangen an, um das Ganze ein bisschen so in den Kontext zu rücken und einordnen zu können. Worum handelt es sich bei Intelligence-Prozessen? Was hat es mit Dashboards auf sich? Was ist der Vorteil davon? Zeigen dann anhand von Apache Superset, einem Open-Source-Projekt oder einer Beispielsoftware eben für solche Dashboards und wie das Ganze genutzt werden kann und wollen dann im Grunde eigentlich nur ein paar Denkanstöße geben, wie das Ganze verwendet werden kann eben für unterschiedliche Akteure. In unserem Fall, was wir jetzt hier beispielhaft demonstrieren wollen, ist dann eben Dashboards innerhalb oder als Teil von Intelligence-Prozessen für die Privatwirtschaft, aber eben auch für die öffentliche Hand und wie das Ganze, was dann auch so ein bisschen über die klassischen Intelligence-Prozesse hinausgeht, eben auch für partizipatorische Ansätze genutzt werden kann. Genau. Und wir hoffen, dass am Ende des Vortrags die Zuhörenden hier ein Gespür dafür entwickeln können, dass das Ganze Vorteile haben kann für gewisse Use Cases, was es mit diesen ganzen Begriffen eigentlich auf sich hat und eventuell auch kleine Ideen und Denkanstöße bekommen haben, wie das Ganze eventuell für die eigene Firma, für das eigene Unternehmen, für den eigenen Betrieb hilfreich sein kann und umgesetzt werden könnte. Genau, das fangen wir erstmal an mit einer ganz klassischen Definition, nämlich der Definition von Business Intelligence, BI auch abgekürzt. Und das ist ein der Wirtschaftsinformatik zuzuordnender Begriff, der Verfahren und Prozesse zur systematischen Analyse des eigenen Unternehmens bezeichnet. Dies umfasst die Sammlung und Auswertung und Darstellung von Daten in elektronischer Form. Und das Ziel ist eben die Gewinnung von Erkenntnissen aus den im Unternehmen vorhandenen Daten zur Unterstützung von Managemententscheidungen. Und da sieht man schon so ein bisschen, wir grenzen uns hier von, ich sage jetzt mal, klassischer Statistik ab und arbeiten wirklich darauf, im Grunde in die Richtung Decision Support System zu gehen. Das heißt, wir als Firma, als öffentlicher Träger, was auch immer, haben in irgendeiner Form unterschiedlichste Formen von Prozessen. Und die wollen wir analysieren. Eben im Vortrag vorher von Oliver Schmidt zu GeoHealthCheck wurde es schon ganz gut gezeigt. Da ging es um Serverwartung bzw. Servermonitoring. Und das ist eine, so kann man das sehen, ein Spezialfall der Business Intelligence, wo es eben darum geht, zu sehen, wie ist der Zustand meiner Server. Und auch da hat es Oliver Schmidt eigentlich ganz gut ausgedrückt. Und da würde ich auch seiner Oma zustimmen, nämlich dass Vertrauen gut ist, aber Kontrolle einfach besser ist. Und das Schöne hier ist, das Ganze soll eben datengestützt passieren. Und genau, das ist auch so eine Sache als Teil der heutigen Gesellschaft, die ja im Grunde bei uns jetzt, also in diesem Kontext auf der Konferenz hier, digital schon sehr fortgeschritten und sehr stark gebildet ist, aber es ist am Ende des Tages so, dass wir als Gesellschaft natürlich schon seit Jahren so ein bisschen daraufhin konditioniert wurden, dass wir Daten vertrauen und dass wir der Sache annehmen und sagen, okay, wenn wir da was sehen, dann passt das eigentlich und dann gibt uns das so ein Vertrauen in diese Sache und beinhaltet für uns eine gewisse Wahrheit. Ob das Ganze jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Aber da schon mal die Warnung, wenn wir mit Statistik oder mit Daten arbeiten, gibt es ja diesen klassischen Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und das ist auch hier so. Ne? Man muss damit vorsichtig sein, aber richtig angewandt kann es eben sehr, sehr sinnvoll sein.
Die Business Intelligence kann von im Grunde zwei Seiten betrachtet werden und da unterteilt sich das Ganze in verschiedene Phasen. Aus technischer Perspektive betrachtet, fangen wir erstmal an. Wir haben eben gesagt, das Ganze ist ein datengestützter Prozess, dementsprechend brauchen wir erstmal Daten. So, danach, wenn wir diese Daten haben, brauchen wir Mittel, um die Daten zu analysieren und eine Daten-Discovery zu machen, also neue Einschätzungen, Erkenntnisse gewinnen zu können. Und am Ende davon steht im Grunde die Wissensvermittlung und die Wissensverteilung. Und auf konzeptioneller Ebene kann man das Ganze auch betrachten. Da fangen wir im Grunde an mit einer Fragestellung. Was wollen wir eigentlich wissen? Es ist immer gut, gerade bei Statistiken, wenn wir viele Daten haben, bevor wir eigentlich wirklich zu diesen Daten kommen und schauen, was wir damit anstellen können, einen konkreten Problemfall zu betrachten und nicht das Pferd im Grunde von hinten aufzusatteln. Dementsprechend ist es immer gut, erstmal mit einer Fragestellung oder einer Hypothese anzufangen und dann zu schauen, welche Daten brauche ich dafür, wie kann ich mit den Daten, die ich dann habe, tatsächlich auch meine Fragestellung beantworten. Das kann ich dann machen mittels Darstellung und Analyse. Und am Ende besteht dann hier auch wieder die Wissensvermittlung. Das ist wieder das Ziel, auf Basis dieser Daten, auf Basis von Informationen Wissen zu generieren. Hier im heutigen Vortrag beziehen wir uns im Grunde auf die unteren Punkte, nämlich die Datenanalyse und die Darstellung und die Wissensvermittlung. Das werden wir heute zeigen anhand von Apache Superset. Das ist, wie der Name schon verlauten lässt, ein Projekt, der zur Apache Foundation gehört. Dementsprechend ist es ein Open-Source-Projekt. Und es hat eine sehr, sehr große Community, was gut ist, und fokussiert sich genau auf diesen Teil eben der Business Intelligence, nämlich der Darstellung und der Analyse. Das heißt, mit Apache Superset können wir dann eben diese Dashboards erstellen, die uns im Grunde diese ganzen einzelnen Datenpunkte zusammenfassen lassen, so von einem Themenaspekt diesen Aspekt oder dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können, und bietet da eine ganze Menge an Features. Auf ein paar werden wir heute jetzt im Verlauf des Vortrags noch eingehen. Grundsätzlich, das wird so die einzige technische Folie sein, die wir heute hier vorbereitet haben, ist es so, dass Apache Superset selbst, und das ist sehr gut, nur mit externen Daten arbeitet. Das heißt, die Idee dahinter ist nicht, dass die Daten wirklich in Apache Superset gepflegt und verwaltet werden. Das passiert in der eigenen Datenbank, nämlich da, wo dann eigentlich die Daten auch stecken, als Teil der verschiedenen Prozesse oder der verschiedenen Verfahren, die innerhalb der Firmen und Unternehmen sowieso schon vorhanden sind. Mit Apache Superset können wir uns einfach mit diesen externen Daten verknüpfen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Und da werden, ich habe das jetzt hier exemplarisch mit drei Datenbanken mal angezeigt, es sind aber mittlerweile über 20 verschiedene Datenbanken, die unterstützt werden, unter anderem für uns wahrscheinlich die wichtigste PostgreSQL. Superset selbst liefert auch Möglichkeiten, eben dann an diesen Dashboards für die Analyse und das Discovery. Zusätzlich können wir auf Dashboards filtern, sodass sich gesamte Dashboards oder alle Diagramme eines Dashboards dann darauf reagieren. Das ist ein großer Vorteil eben dieser Interaktion und eben das Ganze dadurch, dass wir eben ja kein klassisches Bild oder keine statische Seite haben, sondern das auch mit JavaScript angereichert ist, besteht die Möglichkeit, auf einzelne Details besser eingehen zu können. Beispielsweise, indem ich in einen Datensatz reinzoome oder genau mir einzelne Punkte anklicken kann, um da weitere Informationen rauszusuchen. Genau. Als nächstes schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze konkret umgesetzt werden könnte. Und das macht Hannes. Jo, vielen Dank. Genau, wir haben uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was man exemplarisch zeigen könnte, welche Branche. Und dabei sind wir sehr, sehr schnell auf das Thema Energie und den Energiesektor gekommen, weil die Transformation des Energiesystems ja eine der größten Aufgaben ist momentan und auch stark voranschreitet. Man stelle sich nun vor, ich bin ein Manager eines Energiedienstleisters oder Energieausbaufirma. Und wir haben tagtäglich unzählige Daten. Das heißt, wir haben einmal Messdaten, Stichwort Smart Meter, also die vielleicht sowohl aus dezentral, aus Privathaushalten kommen, aber auch aus Kraftwerken. Wir haben, ich glaube, viertelstündlich quasi europaweit Daten darüber, wo Strom erzeugt wird, wo Strom verbraucht wird und auch grenzüberschreitende Daten, sprich beispielsweise wie viel Strom physikalisch aus dem dänischen Netz nach Deutschland fließt. Nun möchte ich schauen als Unternehmer,
wie wir Prozesse optimieren können. Und Jan hatte gesagt, am Anfang steht eigentlich, bevor man sich so ein Dashboard nähert, steht eigentlich die Fragestellung im Vordergrund. Und ganz konkret geht es hier um, wie können wir als Unternehmen den Ausbau von erneuerbaren Energien optimieren, beschleunigen, wo hakt es? Und dazu haben wir uns ein Dashboard aufgebaut, was ich jetzt mal euch präsentiere. Also, genau, es besteht aus verschiedenen Blöcken, Widgets könnte man sagen, ganz oben links. Das kommt nicht aus einer Datenbank, das ist einfach ein Text-Widget, was ich gefüllt habe mit Markdown. Also man kann sehr, sehr simpel dort auch Formatierung vornehmen. Und dort habe ich jetzt mal beispielhaft die internen Ziele des Unternehmens aufgeschrieben. Wir möchten gerne 10 neue Windparkprojekte im 2024 durchführen. Die laufenden Projekte sollen maximal 20 Monate dauern. Und bei den PV-Anlagen, was auch noch ein Geschäftsfeld ist meines Unternehmens, möchte ich gerne einen jährlichen Zuwachs von 1 Gigawatt an installierter Kapazität haben. Parallel dazu gibt es natürlich Ziele der Politik. Ich habe jetzt nur eins aufgelistet, 80% Erneuerbare bis 2030. Natürlich sind die auch runtergebrochen in den einzelnen Energieträgern. Die Daten, die ich hier darstelle, kommen zum einen Teil von der Plattform Energy Charts Info, die das Fraunhofer-Institut ISI zur Verfügung stellt, kann ich empfehlen. Da kann man wirklich zu vielen, vielen Themen sich auch Daten holen. Unter anderem kommen die aus dem europäischen Datenbank ENTSO-E. Dort hat jeder Übertragungsnetzbetreiber in Europa die Pflicht zu reporten und das ist wirklich im 15-minütigen Takt. Natürlich darf auf der FOSGIS nicht fehlen, OpenStreetMap-Daten werden verwendet und interne Unternehmensdaten sind keine Geheimnisse. Da würde ich sagen, die haben wir randomisiert, also sprich uns aufgemockt. Ganz links erstmal einen klassischen Bar-Chart zur installierten Leistung der erneuerbaren Energieträger. Wir haben uns quasi einmal einen Datensatz heruntergeladen, haben den in eine Postgres gepumpt und ohne große Konfigurationsaufwand diesen Chart erstellt. Das heißt, man kann sehr, sehr simpel mit Apache Superset verschiedene Metriken für den Chart konfigurieren und hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze interaktiv zu filtern, was auch wirklich ein sehr schöner Effekt ist. Ich mache das mal exemplarisch. Genau, ein weiteres Beispiel für einen Chart ist dann, sehen Sie hier, Anteil erneuerbarer Energien an der Gesamtlast in Prozent. Und das ist auch so ein bisschen, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass man hier nicht detailliert auf die Daten schauen muss, sondern einem sofort ins Auge springt, aha, wir haben 62,8, das war jetzt glaube ich Q1, das letzte, 2024 Q1. 62,8% Anteil erneuerbaren Energien an der Erzeugung und kann auch direkt einen Trend darstellen. Nun kommen wir so ein bisschen zur räumlichen Darstellung, was ja auch auf der FOSGIS im Vordergrund steht und für uns als Terrestris auch mal sehr interessant ist. Wir haben hier ein Chart-Modul, wo wir ganz simpel WMS- und WFS-Dienste einbinden können und können die auch mit GeoStyler stylen, also Style-Regeln definieren. Rechts ein sehr simples Widget, wo einfach nur, Big Number heißt das in der Apache Superset-Sprache, wo wir einfach nur, ist ebenfalls an die Datenbank geknüpft, einfach nur eine einzelne Zahl, in dem Fall die Anzahl der Windparks, die bislang gebaut sind, darstellen. Und auf diesem Chart sehen wir jetzt den Energieverbrauch der Industrie pro Kreis und das ist ein neues Plugin, was unter anderem Jan auch mitentwickelt hat, was auch im Kontext von einem gemeinsamen Projekt mit dem BFS entstanden ist und dort können wir jetzt aus der Datenbank räumliche Daten als Chart darstellen. Sprich, diesen Pie-Chart, den Sie hier sehen, ist nicht die einzige Visualisierungsmöglichkeit. Ich könnte hier genauso gut einen Bar-Chart oder einen Line-Chart darstellen. Genau, nur der Vollständigkeit halber, weil ich das auch in den Zielen drauf aufgeführt hatte, Projektdauer Windparkplanung, gibt dann quasi den
dem Dashboard-Nutzer relativ schnell einen Überblick über die, ja, in diesem Fall Projekte oder Windparks. Nun haben wir, will ich euch ein zweites Beispiel zeigen. Wir haben uns überlegt, was könnte relevant sein, was ist ein relevantes Thema in der öffentlichen Verwaltung. Und dort ist das Szenario, dass wir einen Radverkehrsplan in einer Stadt haben und den evaluieren möchten. Was hat man da für Daten? Natürlich innerstädtische Infrastrukturdaten, sprich wo sind Fahrradwege, wo gibt es neue Fahrradabstellmöglichkeiten beispielsweise. Und man hat natürlich Daten aus Verkehrszählungen und ergänzend dazu Umweltdaten, sprich zur Luftqualität. Was ist das Ziel dahinter? Wir möchten gerne die Umsetzung des Ziels datengestützt analysieren und wollen den Fokus legen auf die Weiterentwicklung und auch den Effekt der bisherigen Maßnahmen. Das heißt, so dieses Thema Maßnahmenkontrolle, Monitoring wollen wir hier auch exemplarisch zeigen. So, wir haben, einfach mal ergänzend dazu, was ich eben gezeigt hatte, man kann im Markdown natürlich nicht nur Links und Text anzeigen, sondern auch direkt Bilder oder Grafiken referenzieren. In diesem Fall habe ich einfach mal so ein paar Ziele aufgeschrieben, die dort in dem Radverkehrsplan stehen. 1000 Kilometer neue Fahrradstraßen, der Radverkehrsanteil soll auf 25% erhöht werden und Ausbau der Infrastruktur. Was wir mit diesem Beispiel neu zeigen wollen, ist die Filterung. Das hatte Jan eben auch schon angesprochen. Es gibt die Möglichkeit, in Apache Superset auf der linken Seite Filter hinzuzufügen. Beispielsweise kann ich jetzt die Modalität mal auf Fahrrad begrenzen. Und Sie sehen, wie sich hier der Filter direkt einen Effekt hat. Das Ganze geht auch chartübergreifend, das heißt, ich könnte auch, wenn ich entsprechend die Daten aufbereitet habe, einen Zeitfilter anwenden, könnte sagen, bitte zeig mir mal nur die Daten aus 2023 oder 2022 und kann sozusagen mit einer Anwendung jedes Jahr auch Zeitvergleiche anstellen. Genau. Hier noch weitere Beispiele für Charts. Hier haben wir uns ausgedacht, dass natürlich auch die Parkplatzauslastung interessant wäre in diesem Kontext und ein möglicher Effekt oder mögliche Folge des Radverkehrsausbau wäre, dass die Parkplatzauslastung sinkt und sozusagen vielleicht weniger Flächen innerstädtisch für den ruhenden Verkehr bereitgestellt werden müssen. Eine weitere Effektfolge könnte sein, dass die Luftqualität sich steigert. Hier auch wieder die sehr schöne Möglichkeit, in Apache Superset direkt die einzelnen Metriken zu filtern. Natürlich gibt es jetzt keine direkte Korrelation zwischen Ausbau von Fahrradinfrastruktur und Erhöhung von Radverkehrsanteilen und der Luftqualität. Man müsste natürlich das komplette Luftmessnetz innerstädtisch vielleicht darstellen. Das heißt, man könnte große Verkehrsstraßen vergleichen mit allen weiteren Stationen. Gut, jetzt übergebe ich wieder an Jan. Genau, denn ein letztes Beispiel haben wir noch und da geht es eben um die partizipatorischen Ansätze. Wie vorhin schon gesagt, im Grunde ist das jetzt hier schon so ein kleiner Sonderfall, wenn wir das Thema Business Intelligence betrachten, weil vorher ging es eigentlich darum, Informationen für das eigene Unternehmen bereitzustellen und Informationen über eigene Prozesse ableiten und analysieren zu können, um darauf basierend dann eventuell reagieren zu können und eigene Entscheidungen treffen zu können, dass der Entscheidungsebene mitteilen zu können auf relativ simple Art. Hier ist es jetzt ein bisschen anders, weil jetzt brechen wir hier im Grunde aus diesem Unternehmenskontext aus und beteiligen die Öffentlichkeit für partizipatorische Ansätze. Hier ein ganz einfach runtergebrochenes Beispiel. Es geht um das sehr wichtige Thema Ehrenamt und wie es möglich ist, über das Ehrenamt oder das Ehrenamt zu steigern, Motivation bei den Leuten hervorzurufen oder zu steigern.
damit sich Leute stärker einbringen können. Und hier an dem Beispiel geht es jetzt darum, die fiktive Stadt Entenhausen hat oder möchte eben ihre Bürger und Bürgerinnen motivieren, sich stärker einzubringen. Und es gibt in dieser Stadt generell Informationen zum Ehrenamt und verschiedene partizipatorische Prozesse. Und als ein Bestandteil einer Kampagne, um eben dieses Ehrenamt zu steigern, könnte beispielsweise auch ein Dashboard erstellt werden. Das könnte beispielsweise so aussehen. Das Ganze würde dann veröffentlicht werden, sodass das frei zugänglich ist. Und auf der von Ihnen gesehenen rechten Seite wäre beispielsweise die generelle Information zum Ehrenamt, wie viele Menschen beteiligen sich ehrenamtlich, Informationen, wie ich mich selbst einbringen kann, Informationsportale beispielsweise, die nächsten Events, wo sich Menschen einbringen können in dieser Stadt und im besten Fall auch Ehrungen, um dann eben die Motivation zu steigern. Vielleicht sind Leute, also in der Regel ist es so beim Ehrenamt, dass die Leute sich freuen, wenn sie dann auch öffentlich benannt werden, und das kann natürlich dazu führen, dass Leute motiviert sind, sich da auch einzubringen. Auf der linken Seite wäre es dann so, dass beispielsweise das Event des Monats dargestellt werden könnte. In dem Fall ging es jetzt hier um die Spielplatzsanierung. Und da ist es so, dass die Stadt leider in diesem Fall nicht genug Finanzen hat, um das Ganze selbst beauftragen zu können, und dadurch auf die Öffentlichkeit und die BürgerInnen angewiesen ist, das Ganze aktiv umzusetzen. Und hier ist dann ein konkreter Aufruf für Leute, wie können sie sich einbringen, und es wird eben gezeigt, beispielsweise auch ganz unten in dem Chart, es gibt ein Finanzierungsziel, das über Spenden erreicht werden kann. Mit der Trendline hier oben, mit der grünen Linie, kann dargestellt werden, dass das Finanzierungsziel erreicht ist. Und grundsätzlich Informationen zu aktuell helfenden Händen, die sich entweder finanziell betätigen oder eben durch aktive Teilnahme, könnte so aufgezeigt werden, um das Ganze zu steigern. Das ist jetzt, wie gesagt, ein sehr einfach runtergebrochenes Beispiel, aber auf diese Art könnte, ja, im Grunde zahlengestützt Motivation gesteigert werden, nicht als alleiniges Allheilmittel, aber eben als ein Bestandteil einer Informationskampagne beispielsweise. Genau, kommen wir dann auch schon zum Fazit des Ganzen. Wie am Anfang betrachtet, hoffen wir, dass wir ein paar Punkte klarstellen oder verdeutlichen konnten. Und da geht es zum einen darum, dass sich Business Intelligence nicht nur auf Business per se beziehen muss, sondern, also klar, für die Privatwirtschaft auf jeden Fall, aber eben auch die öffentliche Hand kann da deutlich ihren Sinn und Zweck sehen und ihren Nutzen darin sehen, um das Ganze eben auch sowohl für einen Träger intern als auch mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten. Das Ganze oder Business Intelligence bzw. Dashboards können für verschiedene Zwecke verwendet werden. Zum einen fürs Monitoring, sprich, wie laufen meine aktuellen Prozesse. Das könnten auch aktuelle Klickzahlen bei Seiten sein, bei Projekten sein, die veröffentlicht wurden, und viele andere Metriken dazu. Es kann als Decision Support System dienen, um eben zukünftige Entscheidungen beeinflussen zu können, eben datengestützt. Und dementsprechend dient es auch zur Wissensvermittlung und, wie eben auch schon gezeigt, im besten Fall zur Steigerung von Partizipation. Und wir hoffen, dass wir zeigen konnten, dass mittels Apache Superset als eine Implementierung, als eine Software für Dashboards, das Ganze eben auch im Open Source Bereich schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist und da super genutzt werden kann. An der Stelle danken wir für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Und hoffen auf viele Fragen. Ja, vielen Dank für den Vortrag. Es gab einige Fragen und ich beginne mit denen. Ich versuche die mal ein bisschen zu bündeln. Es gab ja zu Apache Superset. Unterstützt Apache Superset auch die Einbindung von OGC-Diensten wie WMFs, WFS und OGC-API? Dann kam dazu noch die Frage, ob Superset auch OGC-API-Features als Live-Datenquelle verwenden kann. Und wo seht ihr die Vorteile von Superset gegenüber R-Shiny und Grafana? Das sind sehr schöne Fragen. Um das Ganze ein bisschen einzuordnen bezüglich der verschiedenen Datenquellen, da gibt es ein ganz klares Jein. Und zwar ist es so, dass wir zurzeit eine Unterstützung haben für WFS, WMS und XYZ-Layers, aber nicht als Datenquelle, sondern eben nur als Hintergrundkarte für diese verschiedenen Kartodiagramme oder kartenbasierten Charts. Das heißt, wir können da externe Quellen ganz normal, wie es auch in anderen Anwendungen ist, einbinden. Was übrigens der große Vorteil zu den bisherigen Kartenmodulen ist, die Apache Superset schon liefert, weil die alle auf Mapbox basieren und dadurch eben auch zum Beispiel ein API-Key generiert werden müsste. Als Datenquelle geht das nicht bisher.
Ich weiß aber auch nicht, ob wir es in Zukunft machen werden, weil das so ein bisschen gegen die anderen Konzepte von Superset läuft. Und das könnte man mal überlegen. Es kann aber sein, dass wir da nicht weiterkommen. Was wir allerdings unterstützen in einer aktuellen internen Entwicklung auch ist, dass zumindest GeoJSON unterstützt wird als Datenquelle. Und dass wir das dann wiederum mittels GeoStyler dann auch stylen können und auch da attributiv stylen können, sodass wir da klassische thematische Karten wie zum Beispiel Proportional Symbol Maps oder Koropetenkarten erzeugen können, wo eben dann die Daten oder das GeoJSON als Datenquelle dient. Sprich mit einer klassischen PostGIS-Tabelle, mit einer Geometriespalte. Wenn die überführt wird mittels STS-GeoJSON, die Funktion von PostGIS, dann kann das Ganze in Superset verwendet werden. Grafana. Achso, ja. Genau, und die Abgrenzung zu Grafana und so weiter. Ja, das ist ein bisschen so, dass ich würde sagen, also Grafana bietet auch sehr viele Möglichkeiten für Dashboarding, hat aber in meinen Augen einen leicht anderen Use Case. Und zwar geht es da konkret um Serverwartung bzw. Server-Monitoring. Dementsprechend hat es da einen Fokus drauf, was vorhin schon gesagt, im Grunde ein Teil von diesem ganzen Dashboarding darstellt. Der Vorteil an Superset ist, dass es sich eben nicht an zwangsweise technisch affine Menschen richtet, sondern eben an Nicht-Techniker. Sprich, es richtet sich an Management-Leute, an Leute, die irgendwie Entscheidungen treffen müssen und nicht auf dieser technischen Analyseebene zwangsweise arbeiten. Und der Vorteil ist eben, dass ich mir alles komplett über die UI zusammenklickern kann. Na, das heißt, ich muss nicht, wie auch zum Beispiel bei R-Shiny oder so weiter, ein R-Skript schreiben und deswegen zumindest grundlegende Programmierkenntnisse haben, sondern ich kann mir das alles über die UI zusammenklicken. Ich kann anklicken, ich möchte einen Mittelwert berechnen, ich kann anklicken, ich möchte das Ganze gruppieren auf Basis von einer gewissen Kategorie und so weiter. Und das ist alles eben UI-basiert. Das ist einer der sehr großen Vorteile von Superset. Also mir gefällt das. Können WFS-Datenquellen über Crossfilter gefiltert werden? Crossfilter nehmen den Filter eines Widgets und wenden diesen auf ein anderes an. Bisher nicht. Zum einen, weil wir noch keine WFS-Datenquellen haben, wie eben schon berichtet, sondern höchstens GeoJSON als Teil der Konvertierung einer beispielsweise PostGIS-Datenbank. Der Crossfilter aktuell funktioniert leider noch nicht bei den Kato-Diagramm-Plugins. Das ist aber eine Sache, an die wir uns noch setzen wollen, weil dieses Plugin hat jetzt im Grunde so ein bisschen sein Base-Level erreicht, dass die Grundlagen implementiert wurden, aber das Ganze kann auch, was das Feature-Set angeht, noch ganz ordentlich weiterentwickelt werden. Und eins dieser Feature wäre eben auch dieser Crossfilter, der eine super gute Funktionalität ist, aber eben dann leider gerade im aktuellen Stand noch nicht funktioniert. Wenn das jetzt ein Portal ist, was sich an eine breitere Öffentlichkeit wenden soll, das Dashboard, stellt sich natürlich auch eine andere Frage, inwiefern wurde denn da die Barrierefreiheit berücksichtigt? Superset selbst hat eine Unterstützung für Barrierefreiheit und sie haben sich das auch auf die Fahne geschrieben, das Ganze in Zukunft auch stärker unterstützen zu wollen. Na, das ist jetzt nicht so, dass das Ganze aktuell perfekt ist, aber was zum Beispiel funktioniert, ist, dass diese verschiedenen Charts, die jetzt hier farblich im Grunde dargestellt sind, auch über Schraffuren beispielsweise und andere Symbole dargestellt werden können, um Menschen mit Sehbeeinträchtigung stärker unterstützen zu können, dass auch diese Menschen Informationen aus diesen Charts abgreifen können. Und letzte Frage, die ich mir hier rauswähle. Ist der Code vom Beispiel irgendwo verfügbar? Die Beispiele basieren nicht auf Code, ist das Ding. Genau, die Slides sind öffentlich verfügbar. Die Daten, die wir hier gemockt haben, haben wir nicht veröffentlicht, weil sie einfach, das sind gemockte Daten, die haben wir uns ausgedacht. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen auch nicht versuchen, diese Dinge jetzt gerade zu interpretieren oder zu analysieren, bitte. Die werden wir wahrscheinlich auch nicht online stellen, weil wir da jetzt keinen großen Sinn sehen. Wir können überlegen, ob wir eine Dashboard-Instanz veröffentlichen, wo wir das Ganze hier beispielhaft mal zeigen, sodass das nicht editiert werden kann, aber dass zum Beispiel diese Dashboards angeschaut werden können. Dazu müssten wir aber definitiv das noch ein bisschen anpassen, um eben zu verdeutlichen, dass diese Daten gerade nicht, also keiner Wirklichkeit entsprechen, sondern eben aufgemockt sind. Das, wie gesagt, möchte ich hier ganz stark betonen. Noch der Hinweis, dann auf jeden Fall LinkedIn beobachten, Terrestris, da werden wir dann solche Informationen veröffentlichen. Okay, ja, und eure E-Mail und so, die Kontaktdaten sind ja in der Präsentation. Gibt es hier im Raum noch Fragen, die jetzt ganz wichtig sind? das Mikro könnten wir ja vorgeben. Nein? Okay, dann bedanke ich mich bei euch für den Vortrag. Applaus nochmal.